Oh, was? Wo? Da lag noch einer! Die capten sich halt einfach alle ein, die Huren. Also ganz links auf lang war einer, Gani. Ja. Mit einer Kette. Ja. Hier, das ist das, was mit einer Flechette passiert, wenn die anderen Idioten rumbübeln. Er war, pass auf, er war direkt auf dem Schädel. Ja, da, was? Was? Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wird jetzt alles besser, so wie der Streamtitel schon sagt. Werden wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen ausprobieren, was Arena jetzt schon zu bieten hat und wie Arena sich jetzt verändert hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt bei Arena. Also das sind auf jeden Fall gute Schritte, Dinge, die sie von der Community angenommen haben, die verändert wurden. Und das zeigt auf jeden Fall, dass Battlestate Game da, wie gesagt, drauf eingeht und das schürt gleichzeitig, beziehungsweise hebt das gleich das Potenzial, das Tarkov Arena hat. Weil ich denke, alleine mit dem Patch, der jetzt kam, hat Tarkov Arena nochmal gut Potenzial dazu gewonnen, weil es einfach kompetitiven Bereich eher unterstützt, beziehungsweise passt es eher da rein. Starten wir einfach mal ganz kurz in die Talking 2 Szene. Gehen wir kurz am Anfang einmal ganz kurz was durch. Was hat sich verändert für die, die jetzt noch nichts mitbekommen haben? Es hat sich ein bisschen was geändert, auf jeden Fall bei der Reputation, dass jetzt beim Wipe zum Beispiel alle, die über 2000 Rep waren, automatisch in der besseren Kategorie schon spielen und nicht mehr mit den Newbies sozusagen zusammen in eine geknallt werden und die, die unter 2000 sind und so weiter. Also ganz wichtiger Faktor aber noch, den wir jetzt noch dabei haben, ist einmal die Presets. Die Presets sind jetzt gestaffelt in Tierstufen. Wir haben Tier 1 bis Tier 3. Ihr seht das jetzt selber. Dementsprechend können diese Tierstufen nur zusammenspielen. Das heißt, ihr spielt Tier 1, dann spielt ihr auch mit anderen Leuten in der Tier 1-Stufe gegeneinander. Tier 2 und Tier 3. Ihr könnt euch das denken. Also ihr spielt im Endeffekt ungefähr immer gegen gleich gigierte Leute. Nächstes Ding ist das Leveln der einzelnen Presets. Erstmal, um überhaupt die nächsten Tierstufen freizuschalten, müsst ihr mindestens 7 Presets der aktuellen Tierstufe unlocked haben. Das heißt, sowohl als auch hier und in anderen Bereichen, Unterkategorien, müsst ihr dann im Endeffekt auch ein paar Punkte machen. Das Gute an der ganzen Sache ist, weil die ja ein bisschen Abwechslung reinhaben wollten, was ich auch sehr gut finde, ist, dass wir, egal was wir jetzt für ein Preset wählen, wir leveln trotzdem die nächsten Presets, beziehungsweise das nächste. Wir müssen hier das anklicken, was wir als nächstes unlocken wollen. Da gehen im Endeffekt die XP hin, die wir dafür sammeln würden. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Scouts eine Runde mit dem Händler gemacht und habe ihn ausgewählt zum Unlocken. Hätte ich das jetzt hier gemacht, hätte ich dort die XP bekommen. Also ich kann das hier einfach wechseln und dann werden dort die XP gut geschrieben. Also können wir da schon mal präzise wählen und sind nicht immer so gebunden, dass wir immer ein einziges Preset spielen müssen, um das nächstbessere freizuschalten, sondern können uns unter den Kategorien unten aussuchen, welches wir spielen wollen und dann auch noch aussuchen, welches wir danach damit freischalten wollen. Wenn wir zum Beispiel zwischendurch merken, kacke, ich habe falsch investiert, dann kann man einfach direkt rüber switchen und die nächsten XP gehen dann halt in das Preset, was man dann vielleicht doch lieber haben möchte. In jeder Gruppe, in der wir spielen, kann jedes Preset maximal, glaube ich, zweimal gewählt werden. Danach ist es ausgegraut und man muss ein anderes Preset nehmen. Man kann dann leider nicht das Preset nehmen, was man gerne hätte spielen wollen, sondern man muss da auch was anderes spielen. Aber das soll verhindern, dass alle 5 mit diesem übertrieben guten Preset spielen auf Tier 1, zum Beispiel mit Vidyas, die ganze Zeit mit der PP19 weghauen. Dann gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten und zwar ist das einmal die Teamfights. Wenn wir jetzt bei Teamfights reingehen und Next wählen, müssen wir mindestens 4 Karten auswählen, um im Endeffekt überhaupt eine Suche starten zu können. Das soll einmal verhindern, dass wir uns nur auf eine einzige Map einloggen und gewisse Leute versuchen, diese Dinger zu blocken. Es gab noch eine kleine Änderung an den Presets, zum Beispiel, dass die Mats und Stims und so weiter, dass das alles angeglichen wurde. Das heißt, jeder startet im Endeffekt mit Verbandsmaterial, mit Heilung bzw. Painkiller, damit auch das balanced ist und auch im kompetitiven Rahmen gleichmäßig bestehen kann. Ich denke, damit habe ich eine kurze Einführung gegeben. Ich denke, die wichtigsten Änderungen sind jetzt da grob mit reingeflossen. Das zum theoretischen Teil. Ich denke, wir schauen jetzt einfach mal rein, wie es sich spielen lässt. Denkt aber immer dran, eure Grafikeinstellungen auch runterzuschrauben. Object LOD Quality und Overall Visibility in Arena könnt ihr definitiv aufs unterste runterschrauben. Das braucht ihr nicht höher. Wenn ihr vielleicht Zormel spielt, okay, vielleicht ein bisschen höher. Aber ansonsten unten lassen. Unnötige FPS, die ihr verbrauchen würdet. Bei der Kleine der Map braucht ihr den Rest nicht. Das sind schnelle Games. Ihr braucht nicht übertrieben heftige Gegenstände zu rendern. Das ist totaler Quatsch. Nehmt lieber die FPS mit. Eure Augen werden es euch danken. Damit sind wir jetzt auch, wie gesagt, durch den Theorieteil einmal durch. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich einmal rein. Ja, gut, ich habe eine SKS. Ich gehe links rum durch die... Ja, ich bin hier. Ja. Tanklager. Da rennt Mosin-Boy rum? Kommt das oben?
Hab einen. Nice. Muss mich kurz verarzten. Das ist blau. Wie gerade sind die da? Wir sind noch ein bisschen laggy, ja? Hinter dir, glaube ich. Ja, kommt um. Oh, wow! Wo war das? Da oben. Zwei Stück oben drin. Da waren zwei. Jawohl, hau ihn weg. Nice. Okay, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Oh, was? Zwei? Oh, Alter, wo war denn der zweite? Hä, das waren doch nur einer? Hattest du den? Ja, ja. Dich und noch zwei von uns. Meine Güte, zum Glück muss er nachladen, ey. Ja. 81.000 Rubel verloren. Ich habe auch noch bezahlt für die Scheiße. Da muss man sich mal reinziehen. Dein Geld für ausgegeben, für den Dreck. Für eine Schrotflinte, die nicht tödlich ist. Was spiel ich da mit Gummi geschossen? Hier, Section 8, du bist... richtig scheiße. Oh, was? Wo? Da lag noch einer! Die capten sich halt einfach alle ein, die Huren. Also ganz links auf lang war einer, Garni. Ja. Mit einer Kedder. Ja. Hier, das ist das, was mit einer Flechette passiert, wenn die anderen Idioten rumbübbeln. Er war, pass auf, er war direkt auf dem Schädel. Ja, da, was? Was? Ich finde das trotzdem immer noch so unnötig mit diesem Accept. Die haben auf Ready gedrückt. Warum muss ich denn, wenn ich sage, keine Ahnung, wenn ich frage, ob sie mich will und sie sagt, ja, dann warte ich doch nicht darauf, dass sie nochmal bestätigt, nachdem ich die Hose runtergezogen habe oder was? Doch. So, jetzt siehst du mich nackt immer noch oder? Ich wäre doch blöd, diese Frage nochmal zu stellen. Einer von 10 ist immer so drauf, dass er denkt, er kann auf Ready drücken und sich danach erst nochmal einschleudern, bevor er Accept drücken muss. Der kann sich die Vaseline doch vorher bereitstellen, oder was? Ich denke, mit einer Mütze auf dem Kopf, dann spielt sich's besser. Ja, halt doch einfach mal deine verkackte Fresse, ich mach das doch schon gerade. So, welcher Hut? Bam. Ich bin ja richtig froh, dass du nicht mad bist. Einfach deine Schnauze richten. So, was muss ich? Italiener. Ach, come on, das ist natürlich wieder scheiße. Das ist kacke warm! So. Gut, dass sein Gemüt eh nicht so. Meine Güte, ey. Der Depp nach oben nicht absteigen kann. Oh, wie hübsch. So. Lass mich bloß in Ruhe, Alter. Warte mal. Oh mein Gott. Meine Fresse. So, jetzt hier geht's los. So, am besten nochmal. Nochmal Equator, komm. Komm, gib's mir. Equator, komm. Yeah, yeah gell, Equator! Bam! Ab nochmal einen raus hier. Richtig gut. Schadenfreude findet man nicht gut, bis man sie auskosten kann. Ne? Ja gut, aber du hast ja diese Sachen selber eingebaut. Ja, sie sollen euch unterhalten. Jetzt lebt damit. Du fühlst du dich nicht unterhalten dadurch gerade? Ja. Naja, denn hat es doch einen Sinn gemacht. Heißt ja nicht, dass es mich unterhalten soll, oder? Soll er mir nicht gut tun? Warum auch? So ist es. Die zahlende Kundschaft soll unterhalten werden. Ja, das ist, weil der Mensch so veranlagt ist, wenn ich da Sachen reinpacken würde, wie von wegen... irgendwas Gutes für mich tun, keine Ahnung, frag mich nicht was, irgendeine erholsame Kerze anmachen oder... Gurkenmaske oder so. Ja, ja, genau so weit. Das würde keiner anklicken, die Scheiße, würde doch keiner ansehen. Aber wenn ich leide, das wollen die Menschen sehen. Das ist so das Voodoo-Prinzip, ne? Ihr habt die Nadeln, müsst bloß draufdrücken. Na mal immerhin Prime, der hast du wenigstens gratis, war für ein Richtchen hat sich reicht. Weißt du was? Den richtigen hast du nicht verdient. Wie macht man das denn mit Prime? Was? Ich kenne mich doch ja nicht aus, Alter. Echt mal, Titan? Du guckst mir 75 Jahre zu und hast das noch nicht eingerichtet? Ist das dein Ernst?
Ich weiß ja gar nicht, wie sowas funktioniert. Ich habe wieder abgebrochen. Er kann sich einen Rechner für 75.000 Euro kaufen. Aber einen Button zu belegen kriegt er nicht hin. Rot müssen wir töten. Rot. Wer hat denn keine Bumm? Ich. Mit der Heli einer. Oh ja, fuck, bin dead. Hängt schon wieder einer auf dem Sniper-Turm. Wie viele leben noch? Zwei. Mit der Heli. Ja, der Sniper-Typ ist halt noch da hinten. Was soll ich machen? Also keine zwei Stopper? Nein. Was? Brust healen. Bauch healen. Brust, damit sie nicht weggeht. Die geht doch jetzt noch nicht weg. Der Bauch war am ehesten weg gerade. Ja, hör mal kurz auf zu Backseat Game, bitte. Ja. Wo ist denn da das Cap hier hinten? Yes. Also wir haben einen Sniper, der immer im Turm sitzt, entsprechend das im Hinterkopf behalten. Was sind wir? Mitte scheint gut aus abzugehen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Nee, du hast ihn. Was denn? Sehr gut. Oh, hier ist einer. Ich muss nachladen. Oh, shit. Hab ich dich gekillt? Nee. Weiß ich nicht. Ich hab's nicht gesehen, aber Killcam. Doch, du hast mich gekillt.
Ja, du hast mich mit dem letzten Schuss gekillt. Mit der Heli. Oh. Was? Wo? Der da. Links außen. Rot muss ich töten, ne? Ja. Ich glaube leer. Heli Mitte. Mann, hinter mir. Der war doch eher das, der die ganze Zeit gesteppt ist. Nein. Sniper Tower einer. Den leider nicht. Sniper hab ich, Sniper hab ich. Heli glaube ich. Nee, doch nicht. Andere sind bei dem Container, bei der Container durch. Ja, Sniper Tower, genau. Der Durchgang. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Entschuldigung. Das Leiden hat ein Ende. Geht Richtung Map. Wenigstens nochmal gewonnen am Ende hier. Kann ich wahr sein. So, wir haben jetzt gerade ein bisschen Escape from Tarkov Arena nochmal gespielt nach Patch und mit den Veränderungen. Es spielt sich, um es einfach mal kurz zusammenzufassen, es spielt sich ausgewogener, wie gut jeder persönlich ist, dass ich so schnelle Action-Shooter und so was habe, da bin ich aus dem Training, weil Tarkov doch relativ langsames Spiel ist, was das eigentlich angeht. Und da merkt man halt dann doch schon ein bisschen so seine Defizite und ihr habt es natürlich auch heute live gesehen, von daher. Aber an sich trotzdem, wie gesagt, ich finde Escape from Tarkov Arena macht jetzt einiges richtig, was es vorher falsch gemacht hat. Es ist natürlich noch nicht perfekt, da muss immer noch ein bisschen was gemacht werden. Dieses Desync-Gefühl finde ich immer noch total beschissen. Vielleicht ist es richtig, aber es fühlt sich oft so an, als würden die eigenen Schüsse später connecten, als man es sieht. Weil man schießt schon auf den Gegner, er fällt aber nicht um und in der Cam sieht es halt ganz anders aus, so als wenn man noch nicht mal die Waffe gezogen hätte. Ansonsten, bis jetzt das mit den Presets, soweit man das jetzt schon beurteilen kann, finde ich das ganz ausgewogen. Die Runden wirken fair, gerade was auch die Waffen angeht und die Matches selber. Wartezeit natürlich jetzt nach Vibe relativ kurz, dadurch, dass natürlich jetzt auch viele Spieler am Start sind. Von daher muss man gucken, wie sich das weiterhält. Für zwischendurch. Jeder, der so ein bisschen auch auf diese Hardcore-Schiene im Endeffekt gehen möchte und dieses Erlebnis haben möchte, ist, glaube ich, bei Escape from Tarkov Arena ganz gut aufgehoben. Ich feiere natürlich trotzdem Escape from Tarkov normal halt trotzdem mehr, aber vielleicht ist es auch einfach die angeborene Liebe, weil es sind einfach wesentlich mehr Jahre mit Tarkov so als mit Arena. Von daher schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich werde das auf jeden Fall gespannt weiterverfolgen und natürlich auch mal das ein oder andere Röntchen in Arena drehen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt aber. Ich wünsche euch natürlich noch einen wundervollen Abend, falls ihr noch zocken solltet. Natürlich viel Erfolg dabei. Es war mir wie immer eine Ehre, für euch streamen zu dürfen. Mit diesen Worten bin ich raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.